Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Zauberei und Maschinen. Ja, der Zauberturm sieht doch schon ganz nett aus, würde ich sagen. Nur das hier missfällt mir gerade noch so ein bisschen. Ich mache mal das Schwert aus. Ich wollte es nur zum Anfang der Folge direkt mal ein bisschen leuchten lassen, dass ich das direkt schon mal gemacht habe. Die Redstone Torch für die Goldpipe kann ich ja jetzt hier einfach an die Mauer ranpacken. Hey, das ist so cool mit diesen Rohren hier rundherum und so. Oh Mann. Ja, es gab schon wieder eine... Oh, so viele Ressourcen. Es gab schon wieder eine Menge Comments. Und ja, es ist dann heute auch soweit. Okay, okay, essige Subatmen. Es ist okay, du hast mich überzeugt. Ich werde mir heute ein Electric Jet... ein Electric Jetpack craften. Ja, ja, ja. Du meintest, der Hover-Mode wäre dort auch besser. Und naja, das hat mir jetzt im Endeffekt den Ansporn gegeben. Das will ich dann doch mal ausprobieren, ob der denn wirklich besser ist. Aber erstmal hole ich mir hier schnell mal einfach ein bisschen EMC aus dem Quarry. Ist ja genug da am Rand gerade. Das ist ja mal schnell gemacht. So, was haben wir hier noch? Oh, da ist ja noch was. Hat sich in der Wand versteckt. So, da ist noch mehr... Ups, falsch, egal. Au. So, EMC, EMC, tralalalala. Die macht den Dera froh nämlich. Ja, ja, ganz viel EMC. Vielleicht kriege ich dann nämlich heute schon diese Konstruktion fertig im Magierturm in der ersten Etage mit, ja, mit diesem ganzen Kollektorenzeug und so. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Weil es wurde auch gefragt, wann ich dann die Bibliothek baue. Also mein Zauberverzauberungstisch macht ja durchaus Sinn in einem Zaubererturm, in einem Magierturm, wenn dort dann auch die Bibliothek ist mit dem Verzauberungstisch, mit dem Enchantment Table. Und ja, das werde ich dann definitiv dort in die zweite Etage packen. Schauen wir doch einfach mal, wie weit ich heute komme mit dem Bauen vom... Haha. wie weit ich heute komme mit dem Türmchen, ne? Wo war denn hier? War hier nicht irgendwo noch was? Ach, da. Na, Spinne? War ja ganz schön blöd von dir. Power! Putz! Ha. Und ausmachen. Ja, ja, ich denke jetzt mittlerweile dran. Ist ja gut. Ist ja gut. So vergesslich bin ich ja dann doch nicht. Also, manchmal nicht. So, dann ist hier nämlich direkt der komplette Rand auch schon mal ausgewertet und ich kann mich wieder direkt anderen Sachen widmen. Und ich muss mich dann eh bald dem Quarry 2 widmen. Der muss ja dann irgendwie umgesetzt werden, dachte ich. Da gab es auch zwei ganz gute Ideen für. Wie ich es dann machen werde, weg damit. wie ich es dann machen werde, muss ich dann sehen. Die erste Idee war es, einfach den Quarry in eine andere Richtung abbauen zu lassen, sodass dann im Endeffekt die Maschinen, die ihn betreiben, stehen bleiben können. Halte ich für eine sehr gute Idee. Die andere Idee ist es gewesen, einfach sozusagen herzugehen und mit diesen Energierohren hier, ich zeige es euch nochmal schnell, die ich da bei der Refinery auch gemacht habe. Ich meine, da mache ich es ja im Endeffekt nicht anders. Da habe ich ja hier sozusagen einfach die Energie aus den Engines über Strom sozusagen in die Refinery geleitet. Und das müsste theoretisch auch mit dem Quarry gehen. Also im Zweifelsfall mache ich es dann einfach so. So muss ich dann keine neue Wasserquelle... Huch, muss ich dann keine neue... Hä? Was hat der denn für ein Problem? Hä? Hallo? Er ist nicht real. Ach, egal. Egal, ich lasse mich jetzt hier nicht von unwichtigen Sachen ablenken. Vielleicht ist aber auch nur mein Inventar voll. Das schaue ich nochmal. Ah ja, das wird es sein. Muss ich mal wieder ausmüllen. Und wieso habe ich hier noch einen Energiekollektor? Ach so, den habe ich mir, glaube ich, am Ende der letzten Folge hergestellt. Das ist ja auch eine feine Sache. So, naja, dann probieren wir es doch nochmal. Ah ja, Tatsache. Naja, wenn man nicht an alles denkt... So, aber erstmal gibt es dann die Scrapbox für heute, weil ich habe ja schon wieder mehr als genug Scrap auf Lager. Ich bin ja mal gespannt, ob vielleicht heute endlich mal wieder ein sinnvolles Item rauskommt. Ich meine, die letzten Male
war ja immer irgendwie, nicht so erfolgreich. Vielleicht heute. Drückt mir die Daumen. Ja, ein Erz. Warum nicht? Ist immerhin mal besser als Netereck oder so ein Kram, ne? Oder ein Stock. Oder Dreck. Hä? Ja, es stimmt, es ist vom Industrial Craft. Und wie wir ja schon wissen, zeigt das Ganze dann hier das nicht richtig an. Deswegen ist es jetzt. Es ist Katzengold. Ah! Fake Gold. Sozusagen. Ja, sehr schön. So, was haben wir hier? So, was mache ich denn als nächstes? Ja, ich könnte ja hier erstmal nochmal kurz weiter mein Inventar ausmüllen. So, hier sind da Quatsch drin. Das kann. Oh, da kommt gleich ein neuer Diamant. So, was kann denn mal. Ach nee, das ist der Sandstone, den brauche ich zum Bauen. Ach Mist. Ah, ist ja doof. So, na. Naja, viel Platz kriege ich da irgendwie nicht. Was ist denn das alles für verschiedener Sandstone? Dass der hier immer nicht stackt. So, der. Hä? Ach so, das ist Sand. Ja, weg mit dem Scheiß Sand. Also, weg mit diesem Sand. So. Solche bösen Wörter will ich doch hier nicht sagen. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn hier jemand diese Folge als erstes sieht und mich hier schimpfen hört wie ein Rohrspatz? Was soll der denn dann denken? Oh, der Luprax hatte die Idee mit Minecraft 1.3.2. Ach nee, das wäre ja für Pressure Plates. Mit Minecraft 1.3.2 gibt es dann zwar endlich sinnvollerweise auch Sandstone Treppen, aber in 1.2.5 ja noch nicht. Deswegen nehme ich mir einfach Slabs. Das ist doch mal eine klasse Idee. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Und deswegen so mache ich es jetzt einfach erstmal mit Slabs. Slabbly, slap, slap. So, slap, slap. Ach nee. Oh, wait. Ach nee, dann mach ich so und so und so. Ach, Mist. Ich brauche mehr Slaps. So ein Mist. Habe ich nicht dran gedacht, wie viel ich da brauche. Hätte ich mir ja direkt ein paar mehr machen können. So, mehr Slaps für den Magieturm. So, das sollte jetzt dann aber erstmal reichen, hoffe ich mal. Ich muss gleich schlafen gehen. Tja, Sandstone-Tür bräuchte ich jetzt auch noch. Haha. So, so, so. So, so. Ja, jetzt passt es, oder? Wunderbärchen. So, kann ich hier ganz geschmeidig hochlaufen. Alles bestens. Und dann werde ich mal schleunigst hier noch den Energiekollektor anschließen, wenn ich den eh schon habe. Wo wollte ich den ranpacken? Hier muss noch einer ran. Zack, ran damit. Das hier direkt auch der, die Collect, boah, wie, was? Was für ein Satzbau. Dass der Kollektor auch sammeln kann. Punkt. Was auch immer ich jetzt hätte sagen wollen. Mann, 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 Mann. Aber jetzt nichts wie ins Bettchen, bevor sich hier gleich was in die Luft jagt. Eieieiei. Sonst wird's gefährlich. Ich werde mir dann auch gleich schnell einen Diamantblock, glaube ich, craften. So ich denn irgendwie hier genug Diamanten zusammenbekomme. Einen Diamanten bräuchte ich irgendwie noch. Dann nehme ich mir einfach mal schnell 4 Goldbarren. Sind ja genug da. Den packe ich dann. Obwohl, ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock, mir einen Diamantblock als Vorlage in den Kondensator zu packen. Weil das würde ja bedeuten, dass ich die ganze Zeit einen Diamantblock sinnvoller nutzen könnte. Also die EMC aus einem Diamantblock. Nee, das mache ich erstmal noch nicht. Da ziehe ich mir lieber einen weiteren Collector raus und knall den da ran. Also sorry, die Idee fand ich erstmal nicht schlecht. Ich wollte es ja eben tatsächlich auch machen. Aber es ist ja eigentlich aktuell Quatsch. Weil der Diamantblock, der dann einfach nur hier sinnlos drin rumdümpeln würde, ich meine, hier ist ja mehr als genug Platz drin für die Diamanten. Keine Ahnung, wie viele Stacks das jetzt hier erstmal sein könnten, die hier reinkommen. Kann ich ja erstmal lieber effektiv und sinnvoll für weitere Energiegewinnung nutzen. Macht ja wesentlich mehr Sinn. Ich denke mal, da stimmt ihr mir zu. So. Ja, traumhaft. So, jetzt muss ich mir mal was überlegen, wie komme ich denn da hoch? Ach so, ja, da mache ich vielleicht einfach hier, da setze ich diese Treppe hier fort irgendwie so. Mache ich dann einfach so. Zack, drauf da. Ah, sieht an der Stelle ein bisschen komisch aus, aber da muss ich dann mit leben können. So.
So. Mist. Ach ja, der Magierturm wird, glaube ich, richtig schön. Ich muss mich irgendwie nur irgendwie langsam mal mit dem Namen dafür festlegen. Mal sage ich Magierturm, mal sage ich Magieturm, mal sage ich Zauberturm, mal sage ich Zaubererturm. Und jetzt ist das irgendwie schon wieder blöd, weil. Nee, so geht's, ja, so geht's. Dann muss hier noch eine Slab drauf. So. Dann kommt hier so einer hin. So. Und dann machen wir das so. Und jetzt kriege ich hier langsam Probleme, weil ich mir den Kopf anstoße. Aue! Tut doch weh! Ich habe Schmerzen. Nein, natürlich nicht. Noch nicht. So. Und dann kommt der hier noch weg. Und dann kommt der hier hin. Und dann kommt der hier noch weg. Und dann so und so. Und dann haben wir es doch schon. Ja, traumhaft. Mal sehen, wie es von unten aussieht. Auf jeden Fall funktioniert schon ganz wunderbar. Den hier mache ich mal weg. Dann kann ich hier immer unten drunter durchlaufen. So. Ja, sieht doch eigentlich ganz schick aus so. Vielleicht hier noch ein Block hin. So. Dann sieht es etwas geschmeidiger aus. So. Ach nee. Oh, so. Oh ja. Ah, nee, dann muss ich noch eins länger machen. So. Ja, jetzt sieht das doch sehr schön aus, wie ich finde. Naja. 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 Ja, naja. Was soll man dazu sagen? Schönheit liegt ja auch im Endeffekt immer im Auge des Betrachters. Ich schau mal nach hinten, was der Quarry 2 macht, ob ich den schon abstellen kann. Au. So. Und ich muss unbedingt mal schnellstens auf meinen Comment-Zettel gucken, weil die Folge ist schon ewig lang und ich habe noch ganz wenig nur zu den Comments gesagt. Oh ja, der ist gleich durch, nur man sieht so schlecht wegen dem ganzen Wasser. Ach, herrje. Oh Gott. Ah, oh, wieso? Eieieiei. Ich glaube, ich muss hier wirklich mal ein bisschen Wasser wegnehmen. Nur aufpassen, dass mir jetzt hier nicht gleich irgendwas in den Rücken fällt. Von wo geht denn das aus? Da! Da ist der Übelwicht! Bösewicht! Halunke! So. Ich hoffe mal. Ah! So, jetzt sollte. Oh, wie das ausschaut, wenn das Wasser hier gerade verschwindet. Das war alles von einem Wasserblock. WTF! Ist das geil. Oh Mann, ja. Hier sieht es ja schon ganz schön leer aus an sich. Naja, kann ich mir mal schnell hier noch ein bisschen EMC schnappen, würde ich sagen. Was ich hier spontan sehe, ist ja einiges, was da am Rand gerade rumhängt. Oh, zack. Rein ins Loch. Ja, den Fußboden. Dafür gab es eine super Idee. Für den Fußboden in meinem Häuschen. Da, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe sogar selber genau die Idee auch schon gehabt. Deswegen werde ich es wohl genauso machen. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Ich werde sozusagen mein Minecraft-Skin, mein Gesicht. Was ich hier habe. Oh, jetzt muss ich mal schnell das Badpack anziehen. Werde ich einfach mein. Ah, und dann lädt sich's automatisch auf. Perfekt. Werde ich einfach sozusagen mein Skin-Gesicht nehmen und das versuchen als Fußboden umzusetzen. Das mache ich zwar noch nicht heute, aber dann in einer der nächsten Folgen. Ich habe mir schon mal grob angeguckt, wie ich es machen könnte mit den Farben im Texture Pack. Wir haben ja sogar schon mal mein Skin gebaut. Falls sich jemand erinnert, das gab es, glaube ich, mal als ein Abo-Special oder so. Da hat Lünni mal Wettschulden eingelöst. Ja, Lünni hatte mal, als wir eine Runde Creepersbleef von Adventurecraft gespielt hatten, hatte Lünni leider verloren und als Wettschulden musste sie dann in einer Folge, was wir dann in einem Abo-Special gemacht haben, ja mal meinen Skin als Büste nachbauen. Was auch eigentlich ganz schick geworden ist. Und ja, von daher. Ich kann nur leider nicht genau dieselben Materialien nehmen, weil das funktioniert hier nicht. Zum Beispiel die schicken roten Haare, die man unter dem Helm gar nicht so gut sieht, hatten wir ja aus Netherrack gebaut, aber Netherrack sieht hier ja ganz anders aus. So, naja,
Ich mache mich hier mal wieder raus und woanders nützlich. Ich hoffe, das Öl reicht. Schneller! Schneller! Hui! Ja, läuft, das läuft. Ja, von daher, in einer der nächsten Folgen werde ich dann auch mal den Sandboden austauschen. Ja, 132, mal wieder das Thema. Leider ist Equivalent Exchange noch nicht geupdatet, deswegen muss ich noch ein bisschen warten dafür. Aber schauen wir doch einfach mal, wenn es soweit ist, dann werde ich das natürlich sofort machen. Es wurde in einem Comment geschrieben, dass ich die Solar Panels da oben wohl irgendwie effektiver nutzen könnte. Dann schreibt doch bitte direkt dazu, wie. Mir fällt es zumindest gerade spontan nämlich nicht ein. Also bitte, schreibt doch nochmal einen Comment, wie das gemeint ist. Wie kann ich denn bitte diese Dinger effektiver nutzen? Das würde mich ja jetzt dann doch mal interessieren. Das würde mich ja dann doch mal sehr interessieren sogar. Ich muss nur hier mal hier echt mal wieder ausmüllen, dieses ganzen Kram, was ich hier gerade nicht brauche. Ist ja einiges. Ach so, stimmt, das Gold hatte ich für einen extra Diamanten, den ich jetzt dann doch nicht brauchte, weil ich dann doch den Block nicht gemacht habe. Mensch, dera. Dann schauen wir doch mal. Ich will mehr Energiekollektoren. Wie sieht's aus? Mehr MC. Schneller, toller, besser. Oh, Uran. Hallo. Ah, ja. Das kommt bald, Leute. Leute, bald ist es soweit. Bald gibt's Strom aus Atom. Nur jetzt noch nicht. Aber das ist cool. Cooler Spruch. Ich weiß schon, wie die Folge heißen wird, wenn ich das Kraftwerk in Betrieb nehme. Strom aus Atom. Jawohl. So, jetzt würde ich sagen, kümmere ich mich aber erstmal schnell um das Electric Jetpack. Dafür brauche ich allerdings so einiges. Ich brauche dafür auf jeden Fall Redstone. Ich brauche dafür Refined Iron. Ich brauche dafür Glowstone, da muss ich mir gleich nochmal was nehmen. Ich glaube, ich hatte doch irgendwo hier noch die Bedbox, oder? Hatte ich die im Sack? Hatte ich nicht mal... Ah, perfekt, dann brauche ich die nämlich gar nicht craften. Kabel kann ich hier gleich rausnehmen. Glowstone ist hier nicht drin, Lapis Lazuli ist auch nicht drin, okay. Kabel brauche ich trotzdem wahrscheinlich noch mehr. So, guck. So, okay, also brauche ich noch Lapis Lazuli und Redstone. Schauen wir doch mal. Müsste ich doch eigentlich genug EMC für haben. Glowstone brauche ich 4 Stück. Wo haben wir denn? Glowstone, was ist da los? Nicht schon wieder. Naja. Dann machen wir es halt einfach wieder auf die brutale Art und Weise und hoffen, dass aus dem Block genau 4 rauskommen. Na, wer sagt's denn? Ist ja nicht unbedingt immer gegeben, dass 4 rauskommen. So, und Lapis Lazuli brauchte ich noch. Na, jetzt wird's ja kritisch. Keine Ahnung, was das Value von Lapis Lazuli hat. Ich nehme einfach mal Gold. Gold ist ja recht hochwertig. Schauen wir uns doch einfach mal... Ach, halt, stopp. Da haben wir's doch schon. 1, 2... Warum denn so schwierig, wenn es auch einfach geht? Ja, ich weiß warum. Weil Dera gerne alles etwas komplizierter macht. Ja. So, weil das Spannende ist, ich brauche jetzt zumindest erstmal einen normalen Schaltkreis. Das ist ja mittlerweile gähnend langweilig. Das Rezept kennt ihr ja mittlerweile auch schon im Schlaf wahrscheinlich. Aber jetzt werde ich mir zum ersten Mal einen erweiterten Schaltkreis machen. Jawohl. Dazu nehme ich diesen normalen Schaltkreis und den pimpe ich mir jetzt. Dafür gibt es einen Redstone für jede Ecke. Oben und unten jeweils ein Glowstone. Rechts und links ein Lapis Lazuli. Und hier haben wir den erweiterten Schaltkreis. Den brauche ich nämlich jetzt für das Electric Jetpack. Kommt einfach oben hin. In die Mitte eine Badbox. Refined Iron, 4 Stück, rechts und links. Und unten drunter Glowstone Dust. So, dann werde ich mal schnell... doch zumindest jetzt ein letztes Mal... mein Öl-Jetpack, sage ich mal, nutzen. Und wehe, SIG-Subadmin, das Ding funktioniert nicht gescheit. Ja, ich schaue es mir dann einfach mal an. Boah, ist das ein Lärm. Da schmilzt gerade ganz schön viel, habe ich so das Gefühl. So, und es wird Nacht. Ich sollte schleunigst dann auch pennen gehen. Ups.
Oh, und es wurde geschrieben, ich soll einen Glowstone-Boden für die Zwischenetage machen. Ich werde den Boden nicht ganz aus Glowstone machen, aber ich habe schon eine Idee, wie ich es machen werde. Lasst euch einfach überraschen. Ich werde tatsächlich Glowstone für den Boden nehmen. Ein bisschen. Finde ich eine ziemlich coole Idee eigentlich. Aber ja, schauen wir doch einfach mal. So, das ist dann also das Electric Jetpack. Aber bevor ich hier durch die Gegend düse und irgendwo einem Gegner auf dem Kopf fliege, am besten noch einen Creeper, werde ich mal schnell pennen gehen. So, gute Nacht, guten Morgen. Und dann, startfrei. Erster Flugversuch für das Electric Jetpack. Hui! Hm, stimmt eigentlich. Also ich hatte in der Wiki gelesen, dass man damit nicht so hoch fliegen kann, aber funktioniert ja bestens. Wie sieht's mit dem Verbrauch aus? Wow, er hat ja fast gar nichts verbraucht. Hm. So, jetzt probiere ich mal noch den Hover-Modus. Wie war das? Oh. Oh, stimmt. Und damit steige ich auch besser. Okay. Du hast mich überzeugt. Ich hätte es direkt machen sollen. Das Electric Jetpack ist besser. Ja. Ist okay. Also, vielen, vielen Dank nochmal, dass du so lange gedrängelt und gequengelt hast, bis ich es jetzt dann doch gemacht habe. Dann packe ich hier dieses verschwenderische andere Jetpack einfach erstmal wieder beiseite und nutze dann erstmal das Electric Jetpack. Es ist ja eigentlich sogar noch naturschonender. So, und dann würde ich sagen, kümmere ich mich weiter um meinen Zauberturm. Den will ich doch endlich mal fertig bekommen. Dann brauche ich auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal die Wand für die zweite Etage. Die ziehe ich dann jetzt einfach erstmal schnell hoch, würde ich sagen. Ohne Wand ist natürlich schlecht, ne? 1, 2, 3, 4, wie hoch mache ich das? Ich würde sagen 5 Blöcke hoch, das zweite Stockwerk. Boah, so ist ganz gut, denke ich. Es muss jetzt schließlich eine Bibliothek drin Platz finden, sprich auf jeden Fall 3 Blöcke hoch. Die Bücherregale, ne? Also, na, mach schon. Ach, ich sollte das mal schnell ausziehen dafür. Es ist ja alles hier eher hinderlich. So, ne, eins höher noch, ne? Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Pff, ist ja erstmal egal. Au! Mist, mir sind meine... Nein, meine Gummistiefel sind kaputt. Meine schönen Gummistiefel. Ja, aber sie haben auf jeden Fall gute Arbeit geleistet und den Fallschaden einige Zeit lang ganz gut reduziert. Ich glaube, ich mache mir mal demnächst wieder welche. Ich habe ja eigentlich mehr als genug Rubber. Nöch. Ja, sieht ja jetzt komisch aus hier. Egal. Ich wollte nämlich auf jeden Fall schön große Fenster machen. Hier so riesige Fensterfronten sozusagen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach nämlich erstmal nur sowas wie einen Rahmen. Und da kommen dann gleich schön große Fenster rein. Weil ich habe ja auch mehr als genug von diesen Glass Panes, von diesen schmalen, von diesen dünnen Fenstern. Das sieht dann wahrscheinlich richtig schick aus, wenn da jetzt nicht nur so Glasblöcke da drin sind. Schauen wir uns mal an. Ich finde, mit dem Texture Pack sehen die eh sehr schön aus. So, ja, etwas ungleichmäßig. Egal. Muss ich mir aber wahrscheinlich noch ein paar holen. Wobei ich kann mir... Ach nee, ich habe noch mehr als genug, also hole ich mir die auch. Autsch. Ja, nichts passiert. Nur beide Beine gebrochen. Geht schon. Eieieiei. Und hier muss ich mal schnell ein bisschen verdürten. Ein bisschen schnell verdürten. Weg. Weg mit dem Dirt. Der Dirt muss weg. Mehr Diamanten für Dera. Jawohl. Ach so, und das ganze Zeug hier. Ich kann ja hier mal... Brauche ich ja jetzt alles hier nicht. So, Redstone war über... Ups. Redstone, Gold, der hatte ich ja jetzt dann doch nicht gebraucht. Diamanten kann ich erstmal schnell beiseite packen. So, so, was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte Glass Panes holen, genau. Da habe ich ja noch mehr als genug hier rumfliegen. Nehme ich direkt auch mal alle mit. Keine Ahnung, wie viele ich brauche. Ich hab's nicht gezählt. Und ab nach oben. Whee! So, ein Traum. Schön. Also dieses Jetpack war wirklich eine der sinnvollsten Anschaffungen,
Überhaupt. Also ich meine jetzt Jetpacks im Allgemeinen. Also ich finde die Jetpacks schon extremst nützlich. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das Electric Jetpack natürlich noch wesentlich, wesentlich nützlicher ist als das andere. Ja. Ist ja gut. So, was wollte ich denn noch erzählen? Ach so, stimmt, weil ich in der letzten Folge irgendwas erzählt hatte von wegen, ja, wenn ich denn dann hier die Serie abgeschlossen habe, da gab es dann einen Comment von wegen, Minecraft kann man doch nicht abschließen. Stimmt auch, ist ein Sandbox-Spiel. Im Endeffekt gibt es kein Spielziel, von daher kann man es auch schlecht abschließen. Ja, schon. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel an Tale of Kingdoms denke, ja, so ein Mod hat ja im Endeffekt eine gewisse Menge an Spielinhalten, die der Mod bietet. So. Und ich mache die Let's Plays ja, um euch einfach sozusagen zu zeigen, was es so alles in den Mods gibt und was die Mods so können. Und deswegen, ja, beim Tale of Kingdoms war es dann einfach so, ich hatte irgendwann einfach alles gemacht, was man so in Tale of Kingdoms machen konnte. Ich hatte mein Königreich komplett ausgebaut. Keine Ahnung, ich hatte mir dann noch ein schönes Schloss sogar ja hingestellt, was ja nicht mal Inhalt des Mods war, ja. Und keine Ahnung, ich hatte das Excalibur und hab da einige Male mit rumgeschnetzelt und keine Ahnung. Es gab halt einfach nichts Spannendes mehr zu tun. Und weil ich ja irgendwie meine Let's Plays natürlich auch spannend und abwechslungsreich gestalten will und ich das ja selber mache, einfach nur weil ich Laune dran habe und es mir selber langweilig wurde, war dieses Let's Play in dem Sinne für mich abgeschlossen. Es gab einfach nichts mehr zu tun für mich. Das meine ich halt mit abgeschlossen. Klar, im Endeffekt, irgendwas kann man immer machen. Nur ist halt die Frage, wie sinnvoll es ist. In meinen Augen wäre alles, was ich gemacht hätte, einfach nur noch langweilig gewesen. Von daher, es war abgeschlossen. Und deswegen bin ich auch halt der Meinung, dass diese Reihe Zauberei und Maschinen so schnell nicht abgeschlossen wird. Weil was ich hier alles noch machen kann, was ich hier alles noch craften kann, was ich hier alles noch an verrückten Maschinen erfinden kann. Also gut, die Maschinen aus den Mods erfinde ich natürlich nicht selber, aber was man natürlich in der Kombination mit den Mods und so weiter mit den Maschinen machen kann, wenn man sich ein bisschen schlaue Gedanken drüber macht, da kann man halt sozusagen schon so eine Art eigene Maschinen entwickeln auch und erfinden. Von daher, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial für ganz, 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 ganz viele weitere Folgen. Und das finde ich super. Und deswegen, ja, I love Zauberei und Maschinen. Sozusagen. Und mir gehen die Sandstone-Dinger hier aus. Aber das ist ja kein Problem. Ich habe ja hier sogar einen Kondensator unten rumfliegen. Wisst ihr, was ich da einfach schnell mache? Dann mache ich einfach mal schnell diesen hier. Zack. Ups. Ja. Ich glaube, ich habe genug Sandstone für den Rest der Serie oder so. Ja. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Applaus für Dera. Applaus. Eine grandiose Aktion. Oh Mann. Ja, den Sandstone verbraucht sie jetzt wieder, also so nach und nach. Oh Mann. Ja. Oh. I lolled. Oh Mann. Oh geil. So, was wollte ich denn sonst noch erzählen? Ich gucke einfach mal schnell. Ach so, was ich mit den Quarry-Löchern mache, ob ich die irgendwann mal zumache. Gute Frage. Eigentlich nicht. Ich mag ja die Löcher. Ich finde, das sieht ja ganz lustig aus. Bisschen verunstaltete Natur. Vielleicht mache ich auch Badeseen draus für die Bevölkerung da drüben irgendwann mal, wenn ich meinen Sozialen habe oder so. Oder ich baue in einen der Quarry-Krater ein. Das ist doch mal eine geniale Idee, oder? Könnt ihr einfach einen Comment schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ich baue in einen der Krater, wenn die da eh schon so sind, das Atomkraftwerk rein. Das finde ich doch mal eine super Idee. Schreibt doch einfach, was ihr davon haltet. Also, ich finde es eigentlich ganz cool. So. Ach, oh. Oh, ups. Ja. Jetzt habe ich vor lauter Plaudern gar nicht nachgedacht, was ich tue. Naja, ihr kennt's ja. So, was wollte ich noch sagen? Achso, das mit dem Quarry drehen hatte ich ja schon erzählt. Genau, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Ah, oh, ich muss da hinten den Quarry abstellen. Der ist fertig, oder? Sieht ganz danach aus.
Yep. Dann müssen die Maschinen ja hier nicht für umsonst arbeiten. Oh, da war sogar noch mal Lava. Ja, egal. Soweit scheint es ja eigentlich abgeschlossen. Ich muss nur dann vielleicht einmal noch mal ein bisschen Wasser reinkippen, dass ich nicht aus Versehen mal beim in den Quarry hüpfen in die Lava hüpfe, ne? So, was gibt's noch zu erzählen? Wie heißt der Mod? Haha, der war gut. Der Mod heißt Let's Play Zauberer Maschinen. Nein, es sind ganz viele Mods. Es ist eine Mod-Zusammenstellung von mir. Die Hauptmods, sage ich trotzdem natürlich wie immer wieder gern, sind Buildcraft, Industrialcraft und Equivalent Exchange. Ansonsten noch dabei Rezeptbuch und Shelf-Mod und Singleplayer-Comments, wobei ich das nie genutzt habe. Und wenn doch noch was anderes dabei ist, fällt es mir gerade nicht ein. Gut, dann kann hier erstmal ein Dach drauf, dass es nicht reinregnet. Wobei. Hä? Shit, ich glaube, ich habe die falschen. Mist, da habe ich jetzt die falschen Blöcke für genommen. Ach, Menno. Warum hat mir denn niemand was gesagt? sind das hier wenigstens die richtigen? Ach, Mist, wo habe ich die denn jetzt überall schon verbaut? Wobei, mache ich es doch einfach so. Dann nehme ich doch einfach die hier weg und nehme für diese Dachetage einfach die Blöcke, die ich eben schon dafür genommen habe. Das ist doch eine Idee. Dann ist das wenigstens auch ein bisschen abwechslungsreich hier. Ja, die Seiten passen ja trotzdem. Dann mache ich es doch einfach. Mache ich es doch einfach so. Mache ich es doch einfach so. Machen wir aus der Not eine Tugend, sozusagen. Da bin ich ja Weltmeister drin. Man kann zwar alles vermorkeln und vermurksen, man muss sich dann nur irgendwie wieder zu helfen wissen, nicht? So, tralala. Und ich muss schleunigst ins Bett. Es wurde noch gefragt, wann das Days-Video kommt. Es ist da, wenn es da ist. Nein, ich hoffe im Verlauf dieser Woche, morgen oder so, keine Ahnung. Es kommt sicherlich bald. Ich bin nur gerade noch beim Intro am Basteln. Ich will selber mit dem Intro zufrieden sein, bis das dann kommt. Sorry. Ich bin da ja etwas, ja, perfektionistisch will ich jetzt nicht sagen, weil ich will, dann würde ich ja sagen, dass meine Videos und meine Intros perfekt sind und so vermessen bin ich nicht, das zu behaupten, meine Videos wären perfekt, aber ich muss selber damit. Was sind denn. Sind das die? Ja. Ich will halt einfach selber zufrieden sein. Ich will selber sagen können, ja, das stellt mich zufrieden. Und solange das nicht der Fall ist, werde ich das Video auch nicht bringen. Allerdings. Nein! Dera, what has you done? Aber ich glaube, die waren ja relativ einfach zu craften, genau. Ach, dann mache ich mir die doch einfach hier schnell aus denen. So. Zack, fertig ist der Lack. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, und dann wurde noch gesagt, ich soll doch mal einen Mining-Laser machen. Das ist lustig. Das wurde am Anfang der Serie in den, würde sagen, ersten Folgen auch schon öfter mal geschrieben und gefragt. Und schon da wurde immer gesagt, nee, nicht so. Und spätestens jetzt, ich meine, ich habe hier zwei Quarries am Laufen. Der Mining-Laser ist gegen die Quarries, im Gegensatz zu den Quarries, einfach so unglaublich ineffektiv, dass es mehr Arbeit wäre mit dem Teil als Nutzen. Von daher, nö. Sorry, mach ich nicht. Nee, nee, nee. Ja, also dann. Ich würde sagen, Kommentzettel abgehakt. Magierturm. Naja, zweite Etage fast fertig. In der nächsten Folge gibt es dann die Bibliothek, würde ich sagen. Ich bedanke mich für dieses Mal fürs Zusehen. Wünsche euch viel Spaß mit den anderen täglichen Uploads und Videos hier auf Derafins Channel. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö!